Und wir begrüßen Turnierveranstalter Helmut Morwitzer, selbst seines Zeichens Olympiareiter. Und am Wochenende ist er kurzfristig eingesprungen für die 4. Etappe und hat die mit seinem Team perfekt umgesetzt. Wir sagen schon mal vielen Dank, dass so ein Turnier möglich war. Wie waren die Eindrücke von Ihrer Seite? Ja, die Eindrücke waren sehr positiv. Ich habe mich entschieden, wie ich gerade in Mailand am Turnier war, weil mich einige Reiter gebeten haben, doch diese vom Breding zu übernehmen. Mein Team war voll motiviert, weil wir von 22. bis 25. Oktober das Austria Masters in der Halle haben. Wir dort sehr viel investiert haben. Also das ganze Team war ohnehin am Arbeiten. Daher ist es von der Organisation nicht schwer gefallen. Und mich hat es gefreut, dass wir heute so einen Sport gesehen haben. Da bin ich ganz begeistert von der österreichischen Reiterei. Kurzer Ausblick, das war quasi die Vorbereitung, könnte man schon sagen, für dieses Masters. Was erwartet die Reiter dort? Ich glaube, es ist auch sehr viel passiert in der Infrastruktur. Der Hallenboden wurde, glaube ich, neu gemacht. Wie ist der Ausblick für dieses Winterjahr und für die nächsten kommenden Jahre? Ja, wir haben allein in die Veranstaltungshalle plus Abreitehalle weit über 100.000 Euro investiert in neue Böden, wo sie die Reiter jetzt überzeugen haben können. Und der Ausblick für die nächsten Jahre ist so, dass wir ab 2021, 22, 23 jedes Jahr zwei hochkarätige internationale Turniere machen, weil alle meine Sponsoren, angeführt von Spree und Mercedes, für 3 Jahre unterschrieben haben. Und ich stimme natürlich insofern positiv, weil es leichter, weil man dann leichter das Ganze bearbeiten kann. Ich muss mir jetzt um das Geld die nächsten 3 Jahre keine Sorgen machen. Ich kann nur schauen, mache ich es für die Reiter perfekt, mache ich es für die Pferde perfekt. Bringe ich die gut unter, fühlen sich die Pferde und Reiter wohl. Plus wollen wir in Zukunft schauen, der Sport ist das eine, hochkarätig, aber den Eventcharakter mehr hervorholen. Wir haben auf dieser Anlage 1998 mit der NIT Grand Prix über 20.000 Zuschauer gehabt. Mein Ziel ist es wieder in die Halle, jetzt natürlich jetzt im Oktober nicht so wegen Covid, aber ab dem nächsten Jahr wieder viele, viele Zuschauer hierher zu bringen. Der Nitra Karl war damals legendär. Kann mich erinnern, als junger Bursche bei der Olympiade in Atlanta das zu verfolgen. Wenn die quasi die nächsten Jahre gesichert sind als Veranstalter, wie sehr kann man sich da vielleicht auch wieder aufs Reiten konzentrieren? Wird man auch Helmut Morwitzer dann wieder im Sattel sehen? Ja, ich reite momentan ein bisschen weniger, aber ich habe zwei Pferde, die ich mir jetzt so aufbaue. Das ist Wendestein Liberty Hill, der für mich mein Paradepferd, glaube ich, wird in Zukunft, plus Charlie, und die zwei Pferde möchte ich forcieren. Der Liberty ist schon älter, der Charlie ist erst 7. Und mit die zwei Pferde, ich selber werde nur mehr 2 oder 3 Pferde reiten. Hab Gott sei Dank sehr viele Pferde, vielleicht den einen oder anderen Pferd jemand geben zum Reiten. Aber mit die zwei Pferde werde ich in Zukunft, denke ich, schon auch ein bisschen mitmischen. Sagen wir vielen Dank und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.